Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Die ungewöhnlichen Temperaturen im heurigen Winter, der Boden ist nicht gefroren. Die warmen Temperaturen jetzt im Februar veranlassen viele Hobbygärtner, mich anzurufen, was kann oder was soll man jetzt im Garten tun? Nun mein Tipp, jetzt ist der optimale Zeitpunkt, um Sträucher, Ziersträucher, Beerengehölze, aber auch Obstbäume zu schneiden. Es würde zu weit gehen, wenn ich Ihnen alle diese Spezies jetzt zeigen würde. Es gilt allerdings, Folgendes zu berücksichtigen. Das Erste, verwenden Sie bitte ein gut geschliffenes Schneidewerkzeug. Das gilt sowohl für die Schere als auch für die Säge. Wir wollen nämlich Quetschungen verhindern. Bei einem Obstbaum schneiden Sie bitte alle jene Teile ab, die erkrankt sind, im letzten Jahr blühfaul, schlecht belaubt oder sogar vergreist. Es gibt einen Grundsatz. Achten Sie darauf, dass in einen Obstbaum viel Licht, Luft und Sonne dringen kann. Die alten Obstbauwärter haben erklärt, durch einen gut geschnittenen Baum sollte man einen Hut werfen können. Nun, schneiden Sie auch bitte alle Triebe aus dem Baum heraus, die senkrecht wachsen. Weil diese Spießruten, oder man kann sie auch anders nennen, diese Triebe tragen nicht, sind schlecht belaubt und sind eigentlich nur kontraproduktiv. So ein Baum sollte weit auseinander wachsen. Sie haben auch nichts davon, wenn der Baum voller kleiner grüner Früchte ist, die dann alle in den nächsten Wochen oder Monaten abgeworfen werden. Wir wollen gutes, gesundes, ausgereiftes Obst. Schneiden können Sie also auch die Beerengehölze. Da sollten Sie darauf achten, dass bei Johannisbeeren die Triebe, die zwei- oder dreijährig sind, optimal tragen. Das gilt vor allem für die roten. Und Betriebe, die älter sind, tragen schwach. Also die alten Triebe auch abschneiden. Die schwarzen Johannisbeeren, die tragen immer nur auf einjährigen Trieben. Also hier bitte unbedingt die Triebe des letzten Jahres belassen. Bei Brombeeren gilt eigentlich fast dasselbe. Vor allem bei der Dornenrose Brombeere. Und noch etwas. Rosen werden erst geschnitten, wenn die Forsythie blüht. Das wäre also noch zu früh. Allerdings sollte man die Rosen jetzt schon abdecken. Also schneiden Sie bitte Ihre Pflanzen. Achten Sie darauf. Schneiden bedeutet nicht nur, das Wachstum einzukürzen. Schneiden bedeutet, die Vitalität und die Gesundheit der Pflanzen zu fördern. Und schneiden bedeutet auch, dass sie gesünderes und besseres Obst bekommen.